tickt Europa. Heute aus Deutschland. Und damit herzlich willkommen aus Buxtehude. Wir sind mittlerweile umgezogen vom historischen Rathaus in der Altstadt, sind wir zum Familienbildungszentrum im Rotkäppchenweg am Rande der Altstadt umgezogen. Und hier sind wir heute verabredet mit der interkulturellen Trainerin Dunja Sabra. Guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich will Sie kurz vorstellen. Ihre Biografie ist nämlich unglaublich spannend. Sie sind in München geboren. Ihre Mutter ist Österreicherin, Ihr Vater Ägypter. Sie sind bis die 12 Jahre alt waren, in Wien aufgewachsen und dann nach Ägypten gegangen. Genau. Wenn man Sie fragt, wo kommen Sie her? Fühlen Sie sich als Europäerin, Deutsche, Österreicherin, Ägypterin? Was würden Sie sagen? Ich sage immer, ich bin EU-Bürgerin. Und meine emotionale Heimat ist definitiv der arabischsprachige Kulturraum und meine geistige Heimat ist der deutschsprachige Kulturraum. Da fühle ich mich am wohlsten. Das ist auch meine Wahlheimat geworden. Und 2011 haben Sie hier in der Kita die Stadtteileltern Buxtehude mitbegründet. Was war das genau für eine Initiative? Ja, also angefangen hat das Ganze mit einem ESF-Projekt. Ein europäisches Förderprojekt. Genau, und damals ging es darum, Mütter aus dieser Kita, die nicht in Deutschland geboren worden sind und auch nicht hier zur Schule gegangen sind, stark zu machen, damit sie ihre Kinder gut durch den Kita-Alltag fördern können. Und ich wurde gebeten, diese Gruppe zu leiten. Es waren Damen aus dem türkischsprachigen Kulturraum und aus dem arabischsprachigen Raum. Und es hat ein Jahr gedauert. Und wir haben aber gleich von Anfang an gesagt, wir machen auch noch parallel unsere eigenen Sachen und sind dabei geblieben. Und es sind ganz tolle Projekte daraus entstanden. Sie haben Dinge entwickelt, die sich wirklich bewährt haben. Hier auf dem Tisch liegt die kleine Raupe Nimmersatt beispielsweise auf Polnisch. Also der Gedanke war, dass wir festgestellt haben, dass unsere Kinder ganz tolle Sachen in der Kita lernen, aber dass die Eltern zu Hause mit den Kindern diese Bücher gar nicht bearbeiten können, nicht lesen können, nicht mit den Kindern darüber reden können. Und dann haben wir uns damit geholfen, kleine Zettelchen in den unterschiedlichsten Sprachen darüber zu kleben. Auch in der arabischen Sprache zum Beispiel haben wir hier einfach dann auf eine Folie den arabischen Text hinzugeklebt. Und mittlerweile gibt es diese Bücher aber alle auch in ganz vielen Sprachen. Das war der Grundstein für eine multilinguale Bibliothek hier an diesem Standort. Und mittlerweile hat die Kita die Ausleihe übernommen und es läuft. Genau, die Sprache ist das eine. Sie feiern hier auch gemeinsame Feste. Wie erleben Sie hier den Austausch der Kulturen? Das ist eine totale Bereicherung. Es ist wirklich wunderbar. Man lernt sich gegenseitig kennen, lernt dazu. Es ist immer spannend, es ist immer interessant und es bringt ganz viel. Und unser Bestreben ist es immer, Brücken zu bauen. Wir haben ja auch eine Plakatkampagne entwickelt gehabt, weil wir uns mitteilen wollten. Wir wollten unseren Mitbürgern, wir sagen immer, wir sind mehr heimische Menschen. Und wir wollen den Einheimischen dann auch etwas über uns erzählen und wir würden uns gerne so mitteilen, wie wir uns tatsächlich auch selber sehen und nicht wie andere uns beschreiben. Und daraus ist dann eine Plakatkampagne geworden zum Beispiel. Es war auch eine ganz tolle Aktion und über diese Kampagne haben wir dann neue Mitglieder, Teilnehmer dazu gewonnen. Das waren dann die ersten Einheimischen, die sich zu uns verirrt hatten. Und mittlerweile sind wir eine kunterbunte Gruppe. Der jüngste Teilnehmer ist 18, die älteste Teilnehmerin ist irgendetwas um 80 und wir sind, wie gesagt, ganz interkulturell aufgestellt. Das ist wunderbar. Also ein wunderbares Beispiel für gelungene Integration, Mehrgenerationsprojekt. 2015 kamen sehr viele Menschen neu in Deutschland an. Das waren Herausforderungen. Wir hatten vorhin auch mit der Bürgermeisterin darüber gesprochen. Damit kam auch, es gab die Terroranschläge in Paris 2016, in Berlin auch 2016, Nizza, Brüssel. Wie gehen Sie mit der Angst um, die dann einem auch entgegenschlägt? Ja, das ist ein wichtiges Thema. Diese Angst beschäftigt uns in zweierlei Hinsicht. Wir selber haben auch Angst. Wir selber sind auch Opfer. Und wir haben natürlich Angst vor der Angst unserer Mitmenschen, unserer Mitbürger. Und das bestärkt uns aber, oder vielleicht ist das der einzige Ausweg, den wir sehen, dass wir sagen, wir müssen noch mehr Brücken bauen. Wir müssen noch mehr in Kontakt treten. Wir müssen uns noch mehr gegenseitig oder noch besser gegenseitig kennenlernen. Weil das ist der einzige Weg, gegen Angst vorzugehen. Und wir hoffen alle, wir beten jeden Tag, dass es nicht nochmal zu solchen schrecklichen Anschlägen kommt. Ja. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Die EU-Migrationspolitik hat sich seitdem nicht gravierend verändert. Aber für das EU-Parlament im nächsten Jahr stehen genau da die Herausforderungen. Und wir gucken uns jetzt nochmal an, wie die deutschen Parteien sich bei diesem Thema positionieren. Seit diesen Bildern aus dem Jahr 2015 streitet sich die EU. Welches Land nimmt Flüchtlinge auf? Was passiert an den Grenzen? Welche Migranten müssen wieder gehen?
Beim Thema Flucht und Migration klärt sich auch, wie human ist Berlin. Flüchten Menschen übers Mittelmeer, muss sich der Bundesinnenminister immer wieder mit seinen EU-Kollegen absprechen. Bisher ist es immer noch gelungen. Übrigens ein Beispiel dafür, dass die deutsche Bundesregierung auch ihrer humanitären Verantwortung, ihrer menschlichen Verantwortung durchaus gerecht wird. Der konservative Innenminister will vor allem mehr Steuerung. Konkret konsequentere Abschiebungen von Ausreisepflichtigen. Die SPD unterstützt ihn. Wer Schutz braucht, der soll ihn auch bekommen. Wer aber keinen Aufenthaltsstatus bekommt, der muss auch wieder zurück. Mehr Ordnung heißt für die Regierungsparteien, Schutzsuchende sollen nicht von einem EU-Land in ein anderes ihrer Wahl weiterreisen dürfen. Ganz anders Grüne und Linke. Flüchtlinge sollen nicht gegen ihren Willen in einem Land festgehalten werden. Wir schlagen vor, dass nach einer Übergangszeit nach dem Asylantrag, wenn er denn positiv entschieden wird, Flüchtlinge nach denselben Regeln innerhalb der Europäischen Union sich neu niederlassen können, wie es auch für EU-Bürger gilt, also indem sie ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten können. Und die Linke? Alle Schutzsuchenden sollen sich selbst entscheiden können, in welchem Land sie Asyl beantragen wollen. Der Negativwettbewerb durch abgesenkte Standards bei Unterbringung, Versorgung und Rechten muss abgeschafft werden. Geht es nach der AfD, sollen Migranten nicht an den EU-Grenzen, sondern außerhalb Europas Asyl beantragen, etwa wie hier in Nordafrika. Wir wollen, ich sage das auch immer wieder, das klingt martialisch, aber ich meine das gleichwohl ernst, eine Festung Europa, dass wir die Migranten gar nicht erst alle in die Gestade der Europäischen Union hineinholen. Die FDP betont, dann müsse es sich aber um humanitäre Schutzzonen handeln. Insbesondere in Nordafrika können solche Zonen dazu dienen, ankommende Flüchtlinge von den dort derzeit teils unmenschlichen Bedingungen zu befreien und ihnen vorübergehend Obhut zu bieten. Bislang lehnen nordafrikanische Länder Flüchtlingszentren der EU auf ihrem Gebiet aber ab. Verschiedene Wege wollen die Politiker gehen. Sie haben tagtäglich mit Geflüchteten auch zu tun. Wie beeinflusst die Politik das Leben unmittelbar dann? Also ich denke, die Menschen, die betroffen sind, die wünschen sich oft mehr Klarheit. Also sie sind in einem System gefangen, das sie nicht durchschauen, das sie nicht verstehen. Und manchmal wünsche ich mir auch von der Politik mehr Konsequenz, mehr Klarheit, mehr Struktur. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, aber das würde den Menschen den Integrationsweg erleichtern, weil die Unsicherheit, in der sich viele befinden, ist kontraproduktiv. Man kann keine Deutschvokabeln pauken, wenn man nicht weiß, ob man nächstes Jahr noch hier sein wird oder nicht. Also man könnte schon, aber die Motivation ist zu gering. Eines der Probleme ist natürlich, wie die Menschen hier ankommen. Im Moment gibt es keine legalen Wege. Deutschland ringt um ein Zuwanderungsgesetz. Was halten Sie davon? Ich denke, das ist dringend notwendig. Also auch unabhängig von Menschen, die fliehen wollen oder müssen aus ihren Heimatländern, braucht Deutschland, Europa ein Zuwanderungsgesetz. Und das sollte ein Zuwanderungsgesetz sein, das auch die Menschenrechte wahrt und achtet. Und ich denke, man müsste da ein bisschen kreativer sein und nicht nur den Menschen Zugang oder, wie soll ich sagen, die Einreise ermöglichen, die ein bestimmtes Bildungsniveau oder einen bestimmten Bildungshintergrund haben, sondern es müsste fair bleiben, alle durch alle Schichten hindurch, Bildungsschichten hindurch, sollten über bestimmte Wege die Möglichkeit erhalten, damit in den Herkunftsländern nicht die klugen Köpfe alle abgezogen werden. Also ein Brain Drain kommt Europa sicherlich zukünftig dann nicht zugute. Wir wollen ja auch, dass es in den Herkunftsländern weiter bergauf geht, damit die Menschen vor Ort bleiben und nicht alle nach Europa strömen. Genau, Stichwort Fluchtursachen bekämpfen. Frau Sabra, ich bedanke mich an dieser Stelle für die Einblicke in die interkulturelle Arbeit hier beim Familienzentrum in Buxtehude. Und damit gebe ich zurück nach Bonn. Wir melden uns später wieder, wenn es dann um die Energiepolitik in der EU geht.